Hallo, liebe Leute, und willkommen bei MeProved. Ich möchte nur ein kurzes Video gerade machen, nämlich über Insekten. Ich habe ein paar Testproben von einem Insektenriegel bekommen. Da ist im Wesentlichen sind Datteln, Cashews, Mehlwurmpulver oder Mehlwurmmehl und Kakao drin. Das bedeutet, es gibt quasi keinen problematischen Inhaltsstoff, soweit ich weiß. Also keine Geschmacksverstärker, kein gar nichts. Und das qualifiziert das eigentlich quasi, wenn man so will, als saubere, und jetzt kommt's, Süßigkeit, weil es immer noch sehr verarbeitet ist. Und ich habe dann eben geguckt, wie es schmeckt, und habe mir überlegt, okay, wie mache ich das? Und das Video ist jetzt quasi Teil meiner Agenda. Ich bin über verschiedene Dinge, was MeProved angeht, offen. Also was heißt offen? Also ich meine transparent, denn es gibt, sagen wir mal, alles was mit Geschäft, alles was mit Geld zu tun hat, ist relativ schwierig zu machen. Vor allem relativ schwer, das ethisch umzusetzen. Und deswegen erzähle ich jetzt einfach offen meine Entscheidung, wie ich das eben so handhabe. Und ich lese einfach mal die E-Mail vor, die ich eben dem besagten Besitzer eben zuschicke, beziehungsweise jetzt geschickt habe, beziehungsweise ich übersetze die einfach auf Deutsch, der ist auf Englisch. Und in den Kommentaren, in der Videobeschreibung, findet ihr auch die Adresse, also von dem entsprechenden Produkt. Das sind Zoic-Bars, wie das genannt? Zoicbar.com, glaube ich, oder so. Steht aber auf jeden Fall unten in den Kommentaren. Und ich habe eben geschrieben, das ist im Grunde ist das eine Dattel, also ein Dattelriegel mit jede Menge Cashews und ein bisschen Insektenpulver. Also der Anteil war nur 8%, also mit 8% eben angegeben. Und das ist im Grunde nicht ein wirkliches Produkt, was auf Insekten basiert, sondern vor allen Dingen ein Produkt, was Insekten verwendet, was ich nicht als, also was ich nicht im Grunde an sich empfehlen kann, aber es ist ein unglaublich wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dann eben Insekten auch wirklich zu verwenden, weil sie eben ökologisch, also weil sie erstens ökologisch viel unbedenklicher sind als zum Beispiel Fleisch. Also das heißt, pro investierte Nahrung oder pro investierte Ressource kann man da, soweit ich jetzt bisher geforscht habe, kann man da mehr eben verwenden. Und Moment, jetzt muss ich gucken, was ich da alles noch geschrieben habe, nicht, dass ich mich hier verhaspel. Und genau, das habe ich mir auch gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht das Produkt an sich, was ich gut finde, sondern eher, dass es ein ganz, ganz wichtiger und wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Und er hatte mich dann eben, also hatte mir auch angeboten, als Affiliate seines Produktes dann eben wirksam zu sein. Das würde bedeuten, dass wenn aufgrund meiner Empfehlung, also aufgrund meines Links und so weiter, dann irgendwer diesen Riegel oder dieses Produkt dann eben kauft, dann kriege ich im Grunde Provision. Da habe ich mich dagegen entschieden. Das heißt, meine Empfehlungen werden, also diese Empfehlungen sind alle, wenn man so will, einfach nur, weil ich das Produkt gut finde. Und davon profitiere ich nicht weiter. Und der Grund, weshalb ich das so entschieden habe, ist, dass das Produkt nicht mit meiner Agenda beziehungsweise mit meinen Werten, die ich auf MeProved dann eben propagiere, dann übereinstimmt. Denn es ist erst ein verarbeitetes Lebensmittel. Und ihr seht, also seht bei mir, ich bin sehr zögerlich, was die Empfehlung von Supplementen angeht. Ich bin sehr zögerlich, auch einzelne Marken oder so dann zu empfehlen oder zu erwähnen, weil ich generell, also Supplementen, einen sehr, sehr geringen Wert beimesse und eigentlich versuche, oder nicht eigentlich versuche, sondern immer versuche, entsprechenden Bedarf durch echte Lebensmittel zu ersetzen. Das bedeutet, ich nehme keine, würde kein Selen-Supplement nehmen, sondern würde eben den Anteil von Meeresfrüchten erhöhen, vor allem auch von Meerespflanzen, also ich meine solche Sachen wie Algen und solche Sachen oder auch, scheiße, wie heißen die Dinger nochmal? Nicht nur Algen, sondern Seegras, genau. Und
Dazu auch dann den Konsum von Paranüssen und Eiern, also beides auch relativ reich an Selenis, dann eben hochfahren, um so die Selenzufuhr dann eben auch zu steigern, eben, wenn es denn eben auch darum geht. Und weil das eben ein verarbeitetes Produkt ist, deswegen habe ich damit erstens Probleme und zweitens ist es nun mal nicht, also ich würde gerne ein Produkt empfehlen, was wirklich quasi Insektenprotein, wenn man so will, ist, bedeutet, aber das ist eben kein Insektenproteinriegel, sondern es ist im Grunde ein Dattel-Cashew-Riegel, wo eben Mehlwürmer verwendet wurden, also Mehlwurmmehl. Und deswegen kann ich das Produkt an sich nicht empfehlen. Also nicht als Bestandteil, nicht, also nicht als Bestandteil einer echten Ernährung, ist aber super gut und also schmeckt auch relativ lecker, also mit Kakaogeschmack. Das heißt, für mich ist es einfach eine Süßigkeit, aber ich mache ja auch keine Werbung für, tja, sagen wir mal, für Schoko, für ein Schokoprodukt mit leckerer Minzfüllung, nur weil ich das einfach unheimlich geil finde und so finde ich das eben auch das unheimlich geil. Aber deswegen kann ich da auch keine echte Empfehlung irgendwie aussprechen. Also ich meine, ich habe da auch Vorlieben. Es ist nicht die Original After Eight, sondern es ist ein anderes Produkt, was ich lieber mag als die originalen After Eight. Aber empfehle ich auch einfach nicht. Also einfach nur, ne, weil ich es besser finde. Jedenfalls heißt das, jetzt habe ich auch, also habe ich das geschrieben, also was meine Agenda dann eben ist. Erstens, ich habe gesagt, ich werde ein Video machen, das ist jetzt das Video. Eigentlich habe ich auch noch ein Video gehabt, wo ich das so in die Kamera, also in der Kamera hinein esse und dann eben noch ein bisschen was darüber erzähle, aber da bin ich mit dem Inhalt nicht zufrieden, deswegen muss ich jetzt erstmal ohne Riegel eben laufen. Ich weiß, es ist nicht ganz so catchy, aber ne, scheiß auf Marketing, so bin ich dann irgendwie. Ich habe mich zwar dagegen entschieden, das Produkt an sich zu bewerben, also irgendwie ein Affiliate zu werden oder so, aber dafür entschieden, das zu erwähnen und vor allen Dingen auch zu sagen, ey, wenn ihr etwas kauft in der Art, dann holt euch das, denn es ist schlicht und ergreifend ein Produkt ohne Zusatzstoffe und zweitens auch ein Produkt, was ein wichtiges Zeichen setzt, eben dass da Insekten verwendet werden und um Gottes Willen, ne, kein Soja oder eben auch tierische Proteine oder Mehlwürmer sind natürlich auch Tiere, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also keine herkömmlichen, weil sie in der Produktion einfach kosten, ressourcenintensiver sind. Das Problem bei Insekten ist, dass man das bisher nicht, also es gibt dafür keine bewährten Produktionsmethoden und deswegen kann man das eben nicht so groß scalen und deswegen ist das kostenintensiver oder ne, die Kosten sind anders verteilt und so weiter. Es gibt halt, wenn man so will, ökonomische Gründe, weshalb jetzt Whey zum Beispiel billiger ist, also Molkenprotein billiger ist als Insektenprotein, obwohl es quasi ressourceneffizienter wäre, Insekten herzustellen. Und soweit jetzt auch der Stand meiner Forschung. Also ne, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe ihm auch zugesichert, also wenn er sein Produkt verbessert, oder irgendwie verändert oder wenn es da irgendwelche Sachen gibt, dann informiere ich euch, also quasi, ne, ich mache da Videos drüber und das mache ich dann eben, weil ich möchte, dass Leute mit diesem Produkt einfach eine höhere Exposition haben, weil es einfach wichtige Schritte in die richtige Richtung sind und das ist eben, wenn man so will, das Kollaterale, was ich dann eben mache. Das heißt, ich bewerbe das Produkt nicht direkt, sondern erwähne es nur und informiere nur, damit genau, damit mehr Leute, nämlich auch ihr, es wenigstens im Bewusstsein haben, also quasi auf dem Radar, dass es sowas wie Insektenriegel gibt, und so weiter. Soweit quasi, das ist jetzt eine geschäftliche Entscheidung, die ich jetzt hier öffentlich quasi mitteile, einfach nur, weil mir Transparenz wichtig ist. Ich sehe jetzt schon in der Zukunft, nur weil ich irgendwann mal irgendwas nicht sofort mitteile oder so, werden Leute auf dieses Video verweisen und sagen, du hast immer gesagt, du bist transparent und so weiter. Leute, bevor sowas kommt und falls du in der Zukunft, also in ein paar Jahren, heute ist der, was ist denn heute eigentlich, der 9. oder so, der 9. Februar 2016, also falls du in ein paar Jahren oder in naher Zukunft versuchst, dieses Video zu referieren, um mir irgendwie zu sagen, dass ich nicht transparent bin, weil ich mal irgendwas vergessen habe zu sagen, so geht's nicht. Denn irgendwas werde ich wahrscheinlich nicht sagen, weil ich es nicht für relevant halte
und ich bin nicht transparent, was alles angeht. Das ist meine Privatsphäre, wenn man so will, meine unternehmerische Privatsphäre. Und von der mache ich dann eben auch einfach Gebrauch. Und zwar so, wie ich das für richtig halte und nicht so, wie andere Leute glauben, dass ich es tun sollte. Ich wünsche euch alles Gute. Ich bin mal gespannt. Also ich bin echt gespannt auf Kommentare, also wie ihr so diese Entscheidung seht, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Egal, ob ihr jetzt Erfahrung mit dem Bloggen habt, egal, ob ihr jetzt unternehmerische Erfahrung habt oder nicht. Ich finde das immer sehr spannend, also wie Geschäft, Ethik und Wissenschaft, denn schließlich informiere ich ja auch vor allen Dingen, in Anführungsstrichen wissenschaftlich. Die Anführungsstriche kommen halt daher, dass ich nicht unbedingt nur quasi wissenschaftliche Dinge, also universitär wissenschaftliche Dinge eben dann eben versuche zu veröffentlichen, sondern auch solche Sachen wie philosophische Überlegungen oder alltagspsychologische Überlegungen und so weiter, die man jetzt nicht als pure Wissenschaft wahrnimmt, aber die quasi nach dem gleichen Code funktionieren. Das heißt, ich produziere eigentlich nur Informationen oder möchte vor allen Dingen Informationen produzieren, die eben dann auch in gewisser Hinsicht nützlich sind und hoffentlich manchmal einfach nur interessant. Auf jeden Fall interessiert mich halt diese Interaktion sehr. Und deswegen bin ich jetzt auch, ich bin immer natürlich an eurer Meinung interessiert, aber in diesem Falle besonders. Ich wünsche euch alles Gute. Und bis bald. Ach so, Giuseppe, das Video, von dem ich erzählt habe, ihr seht das hier, ihr seht natürlich den Cursor nicht, also das Video, was ihr hier seht, das mit dem Glück und mit der Welt, ich habe da gestern versucht, ein Video drum zu machen, aber ich bin da auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ich meine Videos auch bewusst nicht vorbereite. Ich möchte, dass es echte Kommunikation dann eben ist oder als spontane Kommunikation ist und nicht irgendwie gestellt oder so. Vielleicht werde ich mal ein paar vorlesungsartige Videos machen. Aber soweit ist es noch nicht. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.